seid gegrüßt, eure Intriganz. Ah, da bist du ja, mein lieber Wölki. Oder wie ich immer sage, des Teufelskardinal. Ihr habt mich gerufen, eure Scheinheiligkeit. Hier bin ich. Ich bin euer ergebenster Diener. Ich weiß. Deshalb habe ich dich ja zum Erzbischof von Köln gemacht. Du kannst übrigens wieder aufstehen. Zu gütig, eure Niederträchtigkeit. Zu gütig. Gestattet mir eine Frage. Was? Warum habt ihr mich gerufen? Mein lieber Wölki. Was ist das? Ah, ich weiß, ein Picasso. Nein! Das ist die Zahl der Kölner Katholiken, die immer noch in der Kirche sind, obwohl du Bischof bist. Aber so viele sind das doch gar nicht mehr, oder? Das habe ich doch schon ganz toll gemacht, oder? Das sind Peanuts! Ich will alle! Gut, du hast die katholischen Frauen gedemütigt, den Synodalenwechsel stört, sexuellen Missbrauch vertuscht. Und den betroffenen Beirat arglistisch getäuscht. Killerwitz! Aber Chef, es läppert sich doch zusammen. Ich hab das doch so schlau eingefädelt. Mein lieber Wölki, am Anfang hast du dich voll eingeschleimt. Du hast dich als F7 ausgegeben. Einen Gottesdienst für die Karnevalisten gehalten und ein Flüchtlingsboot als Altar eingerichtet. Boah. Ja, sogar die Stunker haben damals ein positives Lied über mich gesungen. Über den Wölki kann man bisher nichts Schlechtes erzählen. Ja. Oh. Und dann habe ich den Wolf rausgelassen. Ich habe das Gutachten über sexuellen Missbrauch zurückgehalten, einen pädophilen Freund geschützt und einem spielsüchtigen Priester alle seine Schulden bezahlt. Ja. Über 1 Million Euro. Ja. Direkt aus dem Sondervermögen für Missbrauchsopfer. Allein deswegen sind doch schon über 10.000 ausgetreten. Und dann nochmal 5.000 wegen der Strafanzeige von den 3 Priestern und wegen der Messdiener, die mir in Rom den Rücken zugedreht haben. Das waren doch alles super Ideen. Die waren ja alle von mir. Du warst publicity-mäßig so im Arsch. Der Vatikan hat sogar seine Dementoren geschickt. Ihr meint die Visitatoren. Schnauze! Ja! Rainer, verstehst du nicht? Ich will alle. Du sollst dafür sorgen, dass alle Kölner Katholiken aus der Kirche austreten. Es gibt aber immer noch welche, die drin sind. Sogar hier. Aber Chef, was soll ich machen? Die sind anscheinend hart im Nehmen. Ja. Aber jetzt geben wir ihnen endgültig den Rest. Ja. Und ich weiß auch schon wie. Ich auch. Ich lass einfach noch viel mehr den Wolf raus. Nein! Du bist zu weich. Du musst so werden wie er. Oh. Crazy Joe! Mein Mitarbeiter des Jahrhunderts. Joachim, mein Herr und Meißner, ich bin euer Geschöpf. Ich wälze mich vor euch im Staube. Ich küsse eure roten Lackschüchen. Du sollst ihm keine Darmspiegelung machen. Du musst so werden wie er. Echt? Dein mieser, schleimiger Charakter. Und Crazy Joe, gnadenlose Härte. Ja. Das wird eine tödliche Mischung. Komm, wir machen ein Brainstorming. Ohne Tabus. Was könnte mehr Hartes machen? Ohne Tabus? Ohne Tabus. Wie wär's mit Hexenverbrennung? Mit diesen Emanzen von Maria 2.0? Sehr gut, weiter. Wir könnten die Inquisition wieder einführen und alle meine Kritiker foltern. Sehr gut, weiter. Wir fackeln eine vollbesetzte evangelische Kirche ab und sagen, es waren die Islamisten. Ja! Jetzt bist du im Flo. Und dann... Und dann stecken wir der Presse, dass der Anschlag deine Idee war. Chef, ihr seid genial. Mhm. Halleluja. Moment, wenn der Anschlag meine Idee war, dann komme ich doch in den Knast. Na und? Du kommst nach 2 Jahren wieder raus. Und dann mache ich dich zum Papst.
ich geh in Knast, dann werde ich Papst. Also ihr Gönneres-Katholiken, macht euch keine Hoffnungen. Euch kriege ich auch noch. Und wenn der Wölke in den Knast geht, habe ich noch jemand in der Warteschleife. Dann kommt diesen Limburger. Thebas von Els. Für eine goldene Badewanne macht er alles. Ha, 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 ha